Noch einen Kaffee? Nein, danke, Frau Lehmann, ich hab noch. Oh, da kommst du heute nicht mehr drüber weg, oder? Mm-mm. Aber steht dir? Was ist denn bei Ihnen los? Wahrscheinlich ein zu lauter Fernseher bei den Nachbarn. Das ist der Nachteil bei Innenstadtlage. Es tut mir wirklich leid, ich suche ganz kurz meine Kopfhörer. Bist du dir sicher, dass wir da zu zweit reinpassen? Wer stellt denn einfach so eine Katze vor eine Tür ab? Wer faked einen Katzenvermisstenaufruf, um Frauen klarzumachen? Ja, das war ja auch nur so als Spaß gemeint. Darf ich mir wenigstens so eine super fluffige Luxus-Isomatte kaufen? Ja. Niemand muss von ihrer Affäre erfahren. Weder ihre Frau noch ihre Tochter. Ein bisschen mit dem Hintern wackeln, ein bisschen hahaha. Und schon rutscht euer Hirngürtel abwärts. Ich störe dich bei irgendwas, stimmt's? Quatsch. Florence Nightingale plant schon die Hochzeit mit Felix. Ich wollte noch mal hören, wie es dir geht. Was deine Erinnerungen sind, machen. Scheiße, das ist der Beweis. Unser Täter läuft noch frei rum. Hey, ihr Lieben. Ihr wollt mehr über GZSZ erfahren? Kein Problem. Hier bekommt ihr neue Videos von uns zu sehen. Und wenn ihr wissen wollt, wie es bei uns weitergeht, dann könnt ihr hier schon die neuen Folgen auf TV Now von uns anschauen. Viel Spaß!